Moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program. Und wir sind unterwegs zum Moon, um dort zwei Raumschiffe miteinander zu verheiraten. Wir haben einmal Jebediah in der dunklen Kapsel und wir haben etwas später folgend Valentina in einer hellen Kapsel. Moondocking 1 und Moondocking 2. Ich bin jetzt gerade bei Jebediah, weil ich davon ausgehe, dass der etwas eher da sein wird. Und was wir jetzt machen, ist den guten Jebediah erstmal hin timewarpen. Ich mache das jetzt tatsächlich einmal händisch, um zu gucken, die Kapseln sich irgendwie überschneiden unterwegs, weil das immer vorher ein bisschen schwierig zu sagen ist. Man kann das natürlich über die Manöverplanung nachgucken, aber im Prinzip müsste Jebediah zuerst da sein. Ich hoffe, dass Jebediah zuerst da ist. Und wir ihn als erstes ranbremsen. So, ich muss jetzt einmal kurz gucken, was Valentina da treibt. Manchmal verschieben sich nämlich die Kurse etwas, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ihr in einem Flyby seid und dann verschiebt sich der Kurs ein wenig, aber wir sehen hier, alles ist super. Valentina hat auch ein Flyby und wird auch gleich auf der Moon Flyby Bahn, denke ich, auftauchen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu Jebediah und bringen uns mit dem guten Mann in Richtung der Periapsis und eigentlich müsste dann im Zuge unseres Time Warps irgendwann liebe Valentina auch auftauchen. Da ist sie. Sehr schön. So, was wir jetzt machen, ist, wir werden hier einen Manöver planen. Das können wir jetzt auch schon mal vorbringen. Es gab die Frage in anderen Tutorials, wo kommt denn dann immer diese Spinne her? Die Spinne oder dieses Manöver kommt daher, dass ich draufklicke und Manöver hinzufügen mache. Also das entsteht nicht auf magische Art und Weise, sondern es entsteht durch diesen Klick. Und hier haben wir dann verschiedene Bubbles und da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Dieser Bubble, die entsprechen im Prinzip den Symbolen, die ihr auf eurem Kompass hier habt. Der runde grüne ist beschleunigen. Das heißt, ziehe ich hier, gebe ich Gas. Bringe ich den in die andere Richtung, bremse ich. Das hier, also das ist im Prinzip prograde oder rechtläufig, je nachdem, in welcher Sprache ihr spielt. Hier ist retrograde, ziehe ich den, bremse ich, drücke ich ihn, beschleunige ich. Also man kann immer das Gegenteil machen, je nachdem, in welche Richtung man ihn bewegt. Das ist retrograde oder linksläufig. Die blauen sind die Radialen. Das sind radial in und radial out. Also wir können einmal nach innen. Und ihr seht auch das Manöver. Vielleicht kann man es von hier oben ein bisschen schöner sehen. Was passiert? Ich knicke quasi meinen Kurs nach innen. Also ich gebe in diese Richtung Schub. Wohingegen das hier die gleiche Bewegung nach außen macht. Das passiert jetzt. Es ruckelt so ein bisschen, weil die ganze Zeit irgendwelche neuen Kurse berechnet werden müssen. Und last but not least haben wir dann auch noch die Normal und Anti-Normal. Normal ist, meine ich, nach oben, also müsste normal sein, und Anti-Normal ist quasi nach unten. Und auch hier gilt natürlich, wenn ich es reinstopfe, geht das in die andere Richtung. Wenn ihr mal sehr feine Manöverplanung machen müsst, könnt ihr auch mit der Maus über dieses Symbol gehen und durch einfache Klicks, das sieht man jetzt wirklich fast nicht. Ich drehe mal ein bisschen schneller das Mausrad. Je schneller ihr dreht, umso schneller bewegt es sich und ihr könnt mit einzelnen Klicks ganz, ganz feine Manöverplanung machen. Und natürlich mittlerweile auch, jetzt habe ich es extra weggeklickt, mittlerweile auch, wenn ihr super penibel sein wollt, könnt ihr all diese Werte hier auch eintragen und die übertragen sich auch. Und wenn ihr sagt, okay, ich komme hier irgendwie nicht zurecht, das ist mir alles zu klein, habt ihr das hier auch nochmal extra. Und könnt euch entsprechend in so großen Schritten, also wie viel Meter pro Sekunde pro Klick da drauf kommt, diese Spinne hier auch nochmal konfigurieren. Ich bin sehr altbacken. Ich bleibe hier beim Ziehen. Und ich ziehe mir jetzt einfach mal ein Bremsmanöver zurecht mit Jebediah, mit dem ich ihn in einen, ich sag jetzt mal, 50 Kilometer Orbit bringe. Wir werden uns in einem 50 Kilometer Orbit treffen mit der lieben Valentina. Machen wir 55, das ist schön rund. Das heißt, wir bremsen jetzt einfach erstmal den lieben Jebediah schon mal direkt auf 55 Kilometer runter. Das muss nicht super exakt sein. Und ich ziehe dafür einfach an den Böbel. Was ihr hier seht, also an dem Retrograde-Marker, den ich hier liebevoll Böbel genannt habe. Und was ihr seht, ist, dass das hier auch angegeben wird. Also wir haben jetzt minus 306,481 Meter pro Sekunde, die wir ausgeben. Oder auch 306,5 gerundet. Und wir können hier auch jetzt nochmal sagen, wenn ihr ganz penibel seid, ich will aber 0,2 ausgeben. Oder 0,765. Dann gebt ihr das hier einfach ein. Zack, fertig das Manöver.
Ne? So, wir werden das jetzt natürlich wieder ein bisschen nachkorrigieren, weil ich ja gesagt habe, ich will unbedingt auf 55 Kilometer, aber letzten Endes kommt es genau darauf an. Der Marker ist wie immer in Richtung des blauen Pfeils zu finden. Da wir nicht ganz so lange brennen, mache ich jetzt hier wieder auch hier ein Klick auf den Kurs zum nächsten Manöver vorspulen und dann bringt uns der Time Warp bis auf eine Minute vor dem Manöver. Und dann können wir uns, es ist ein eher rückläufiges Manöver, dadurch kann ich mir da schon mal ziemlich viel Arbeit sparen, dann können wir uns in Position bringen und warten quasi noch bis zur Zündung. Auch hier packe ich kurz wieder den Time Warp zumindest auf einem sehr niedrigen Niveau mit rein, damit ich nicht ganz so lange warten muss und ihr auch nicht ganz so lange warten müsst. Und sobald die Zündzeit bei 0 Sekunden steht, ziehe ich den Schub einfach voll auf mit Y bzw. Z, je nachdem wie eure Tastatur so ausgelegt ist. Und sobald ich dann bei 0 angekommen bin, kann ich mit X den Schub wieder rausnehmen. Das Ganze funktioniert auch über Shift und Steuerung. Also ihr könnt über Shift und Steuerung, ich mache jetzt mal Steuerung, den Schub langsam zurückziehen auch. Und das hilft auch oft am Ende eines Manövers, wenn ihr nicht unbedingt die Adrenalin-Junkies vor dem Herrn seid, könnt ihr damit natürlich den Schub sehr, sehr niedrig konfigurieren, also einen Hauch auf Shift zum Beispiel, und könnt dann sehr, sehr genau und vorsichtig dieses Manöver zu Ende fliegen. So, und jetzt haben wir in 56 Minuten hier drüben eine Periapsis, in der wir natürlich auch wieder ein Manöver hinzufügen, um vorzuplanen. Und jetzt könnt ihr diesen Wert mit Rechtsklick fixieren, dann wird er euch weiter angezeigt, denn wir wollen die Apoapsis natürlich auch auf 55 Kilometer ungefähr runterbringen. Da sind wir jetzt bei 55, 56. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr es haben wollt. Ihr müsst einfach darauf achten, irgendwann geht einfach die Periapsis mit runter. Die Periapsis mit runter. Entweder fliegt ihr es in zwei Orbits oder lebt damit, dass es halt nicht perfekt rund ist. Ein Orbit ist meistens eher eine Ellipse und nicht ein Kreis. Deshalb ist das völlig okay. Und es ist eher zur Befriedigung eures inneren Monks, als dass man immer einen kreisrunden Orbit haben muss. Auch für ein Rendezvous der Docking nicht. So, ich mache jetzt mal ganz bewusst einen händischen Time Warp, weil jetzt seht ihr schon, kommen wir so ein bisschen in die Bredouille, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren. Wir machen das aber jetzt mit Jebediah noch fertig. Das heißt, ich lasse ihn jetzt kurz noch ranwarpen und wir gehen retrograd, um das einmal zu bremsen, weil wir haben nur eine Schubzeit von 5 Sekunden hier. Das geht relativ schnell. Und dann gehen wir direkt rüber zu Valentina und übernehmen das Bremsmanöver und werden dann von Valentina aus beginnen, das Docking bzw. erstmal das Rendezvous und danach das Docking einzuleiten, bevor wir uns dann hoffentlich ganz, ganz erfolgreich auf den Weg zurück nach Hause machen können. So, auch hier wieder kurz Moment warten, bis wir an unserem Manöver sind und dann zünden wir sofort auf Vollschub durch, damit wir so schnell wie möglich mit dem Manöver fertig werden und gehen dann so schnell wie möglich zu Valentina. Vollschub, ich lasse das kurz durchlaufen und versuche es einfach so exakt wie möglich zu treffen. Zack, auch hier kann man wieder ein bisschen nachbessern. Letzten Endes so kleinere Abweichungen von 1 Meter pro Sekunde oder sowas sind im Normalfall kein Weltuntergang. Es gibt wirklich wenig Situationen, in denen das zu ernsthaften Problemen führt. So, jetzt wechseln wir zu Valentina rüber. Das Erste, was wir natürlich tun müssen mit Valentina, ist die gute Frau auch in einen Orbit einbremsen. Das machen wir jetzt. Jetzt zeige ich euch mal die Variante ohne ein Manöver. Wir haben jetzt sehr viel im Manöverport gerade rumgestöpselt. Wir können auch einfach retrograd gehen. Also retrograd ist ja bremsen. Das seht ihr auch ganz gut. Wir bewegen uns ja am Moon vorbei. Das könnt ihr auch sehen. Und unser Triebwerk zeigt jetzt quasi entgegen unserer Flugrichtung. Also wir fliegen mit dem Triebwerk quasi gerade in Richtung der Sonne. Und was ich jetzt mache, ist einfach, dafür könnt ihr aber, also dafür solltet ihr die Karte offen haben. Oder wenn ihr das nicht haben wollt, dann solltet ihr hier eine Übersicht haben, dass ihr eine Apoapsis nachher seht und auch aufhört, wenn die Periapsis bei 55 Kilometer ist. Ich persönlich bevorzuge hier für den Kartenmodus, weil man es da noch ein bisschen deutlicher sehen kann. Das heißt, wir geben jetzt hier Vollschub auch wieder und lassen einfach das Triebwerk brennen und es wird an einem gewissen Punkt einklappen und in dem Moment bekommt ihr dann hier auch die Apoapsis angezeigt. Auch hier mit Rechtsklick könnt ihr sie wieder einrasten. Das gleiche gilt für die Periapsis und die könnt ihr erstmal runterbrennen. Ich brenne sie jetzt noch nicht ganz bis nach unten und ich erkläre euch auch gleich, was das damit auf sich hat, sondern gehe erstmal so auf 100 Kilometer, damit wir der Sache näher kommen, weil wir haben noch ein paar Sachen anzugleichen, denn wenn, wie bei mir, auch bei euch nicht alles ideal gelaufen ist, liegen diese Sachen nicht genau übereinander. Ich bin
relativ nah dran, aber ich glaube, so ein Grad oder sowas habe ich bestimmt auch Abweichung. Das kann auch mal mehr sein. Was wir jetzt machen, ist auf die andere Kapsel draufklicken und als Ziel setzen. Sobald wir das getan haben, bekommen wir ein paar mehr Informationen. Wir bekommen nämlich den absteigenden Knoten und den aufsteigenden Knoten und wir haben eine Abweichung von 1,2 Grad. Und wenn ihr mal diese Pfeile übereinander legt, dann seht ihr auch, dass dieser Kurs hier einfach ein bisschen höher in der Ekliptik geht. Ich gehe mal auf den Moon, da kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. So, und gleich mal ein bisschen rein. Zip. Und das war ein bisschen zu viel reingezoomt. So sieht man es ganz gut. Also ihr seht, wir haben ja hier unseren blauen Orbit. Das ist der Orbit von Valentina. Und der Orbit von Jebediah verläuft jetzt so, dass er quasi ein bisschen höher geht. Das heißt, wir können jetzt entweder an diesem Punkt oder an diesem Punkt hier hinten, am aufsteigenden Knoten, ein Manöver machen, um darauf zu reagieren. Generell gilt hier, wenn wir so Inklinationswechsel machen, je weiter entfernt von der Gravitationsquelle wir die tun, umso einfacher können wir die durchführen, einfach weil die Gravitation nicht so stark auf uns wirkt. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, unser Orbit sieht momentan so aus, ist der absteigende Knoten für uns einfach besser geeignet. Das heißt nicht, dass es hier nicht funktioniert, es kostet hier einfach nur ein bisschen mehr Sprit. So, wir können jetzt hier wieder unser Manöver aufmachen. Und das Schöne ist, wenn ihr den Knoten markiert, auch hier wieder Rechtsklick drauf. Wir wollen jetzt nach oben, also ziehen wir Normal leicht nach oben und dann seht ihr einfach dort die Gradzahl sinken, weil er berechnet das Manöver für euch vor. Das macht ihr so lange, bis ihr bei 0,0, 0,1 ist auch kein Weltuntergang. Und auch hier gilt mit ganz, jetzt mache ich mal wirklich so einen Klick vom Mausrad. Seht ihr diese ganz winzige Verschiebung des Knotens? Das ist so ein Klick vom Mausrad. Also ihr könnt ganz fein dosieren, indem ihr nicht dran zieht, sondern einfach drüber geht. Und euer Mausrad entweder nach oben oder nach unten bewegt. So könnt ihr unglaublich diffizil am Manöver rumplanen. Und ihr seht auch hier, wenn ihr hier links mal guckt, seht ihr, dass sich die Zahl da um 0,002 verschiebt. Also Meter pro Sekunde, wenn ich einen Klick mache. So, das ist der erste Schritt, den wir machen. Der allererste Schritt ist erstmal unsere Inklination anzugleichen auf dem Manöver und was wir jetzt hier machen, ist wieder zum nächsten Manöver vorspulen, weil ihr seht, das ist eine ganz minimale Zündung. Die können wir sehr, sehr fein fliegen. Wenn ihr ein bisschen Probleme damit habt, solche Manöver mit dem Antrieb zu fliegen, weil das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die vielleicht relativ naheliegend ist, ist, ihr könnt RCS benutzen oder RFS. Warum heißt das eigentlich RFS? Reaktionsfahrzeugsystem? Ich habe keine Ahnung. Reaction Control System. Ich muss mal recherchieren, was das F bedeuten soll. So, also die naheliegende Methode ist natürlich, ihr könnt einfach RCS einschalten, wenn ihr es habt. Und könnt mit H, könnt ihr in Flugrichtung Schub geben. Das ist minimaler Schub. Ups, ich fliege natürlich gerade in die falsche Richtung, weil ich ja eigentlich Inklinationsanpassung machen will. Entschuldigt bitte. Also können unsere... Warte mal, ich müsste mich vielleicht auch mal einfach in die Richtung drehen. Wir gehen mal aufs blaue Manöver. So, wenn wir unter der Annahme, wir sind auf unser Manöver ausgerichtet, können wir mit RCS an und H ist Vorwärtsschub das Manöver fliegen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Die ist nicht ganz so naheliegend, aber ihr könnt euer Triebwerk mit einer Schubbegrenzung versehen und zwar auch im Flug. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hey, das ist mit 0,4 Sekunden, ist mir alles ein bisschen zu knapp. Ich würde gern ein bisschen vorsichtiger fliegen. Wir machen es mal auf 3 Sekunden. Und wenn ich jetzt mein Triebwerk aufdrehe, jetzt geht das alles sehr, sehr viel feiner und detaillierter. Und ich kann so ganz kleine Manöver auch relativ exakt fliegen und dann viel, viel besser eben diese 0,04 Sekunden zu Ende fliegen. Wichtiger Punkt, wenn ihr später mal irgendwo anders hin wollt, zieht das unbedingt wieder hoch. Es dauert sonst sehr lange, irgendwo hinzufliegen. So, dann habt ihr das mal gesehen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, wie man sehr, sehr kleine Manöver relativ exakt fliegen kann. Also entweder über eine Schubbegrenzung oder eben über RCS. So, jetzt haben wir die Inklination angepasst. Das heißt, wir sind jetzt auf einer, wenn wir die übereinander legen, fliegen wir exakt auf dem gleichen Winkel, auf der gleichen Ebene, wie ihr es wollt. Und jetzt müssen wir aber irgendwie diese Kapsel treffen. Jetzt gilt generell, ein kleinerer Orbit fliegt schneller, ein größerer Orbit fliegt langsamer. Und hier ist es jetzt so ein bisschen Spielerei. Wir können jetzt mal gucken, einfach, wir fangen mal auf der Periapsis an. Wo ihr das tut, ist letztendlich egal. Und ziehen mal unseren Orbit so weit runter, dass wir eine Überkreuzung erreichen. Sobald wir nämlich beginnen, den Orbit zu kreuzen, bekommen wir wieder unseren Schnittpunkt und unsere Zielposition auf Schnittpunkt 1. Das bedeutet halt schlicht und ergreifend,
Hier ist Valentina, also hier sind wir mit unserer Kapsel, während Jebediah hier drüben ist. Das hilft uns jetzt natürlich nicht. Was wir jetzt tun können als allererstes, ist einfach mal unser Manöver ein bisschen verschieben, um zu gucken, was passiert. Und ihr seht, jetzt entstehen zwei Schnittpunkte. Also der lilane ist das gleiche in grün. Wichtig ist immer, gleiche Farbe gehört zusammen. Und wir können natürlich auch mal in die andere Richtung gehen und stellen halt fest so, okay, jetzt passieren Dinge. Passt bei sowas immer ein bisschen auf. Ich habe es jetzt mal mit voller Absicht provoziert. Was hier halt auch passiert, ist nicht nur haben wir ein Rendezvous, wir schlagen kurz danach auch auf der Mondoberfläche ein. Das kann man alles machen, ist aber meistens nicht besonders nachhaltig. Deshalb können wir jetzt auch mal gucken, was wäre denn, wenn es da nicht gut funktioniert, wenn wir an einer anderen Stelle bremsen. Zum Beispiel von hier oben. Man kann erstmal mit dem Orbit, den man hat, tatsächlich ein bisschen rumprobieren und gucken, wo treffen wir uns denn. Schon besser. Wir sind sehr viel näher beieinander. Das heißt, wir wären jetzt etwas vor Jebediah, wenn wir an dieser Stelle reinbremsen. Und könnten schon deutlich besser zu ihm finden. Und jetzt können wir hier an dieser Stelle auch einen deutlich höheren Effekt nochmal erzielen. Mit einer Änderung. Weil wir ja so viel weiter draußen sind. Und können jetzt einfach uns nach und nach an die Stelle ranarbeiten. Also ich bremse jetzt nochmal ein bisschen. An der wir Jebediah tatsächlich erwischen mit einem ganz guten Rendezvous. Um da unseren ersten Kontakt herzustellen. Wenn ihr sehen wollt, gilt immer in der Orbitplanung, wenn ihr sehen wollt, was hier passiert, Rechtsklick auf das, was angeschaltet bleiben soll. Und dann könnt ihr hier auch mitverfolgen, also hier steht, wie weit wir voneinander entfernt sind an diesem Schnittpunkt. Und je nachdem, wohin ich es dann verschiebe, bekomme ich hier meine Zahlen. 1,9 Kilometer, super für ein Rendezvous. Das lassen wir jetzt einfach so. Und das heißt, wir müssen jetzt ein Orbit rum, dadurch ergibt sich dieser Ausgleich und dann können wir dort unser Manöver fliegen und uns dann reinbremsen, um Jebediah abzufangen. Abzufangen im Sinne von, wir werden sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Das sieht man hier auch. Wir haben dann einen Unterschied von 94 Meter pro Sekunde. Den müssen wir natürlich angleichen. Aber auch das ist ja insgesamt kein Hexenwerk. Wir haben es ja auch schon mal an Körben gemacht. Generell gilt jetzt erstmal wieder das blaue Manöver suchen, ausrichten. Und wir fliegen ganz, ganz normal. Diese 21,4 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsänderung, um eben zueinander zu finden. Und da zoome ich auch mal wieder ran. Und ihr könnt das, ich persönlich bin immer ein sehr großer Freund davon, das auf der Karte zu beobachten, weil ich dann einfach auch nochmal, wenn irgendwelche Abweichungen sind, relativ gut darauf reagieren kann und auch weiß, wann ich aufhören sollte. Aber das ist Geschmackssache. Ihr könnt euch auch einfach auf das hier verlassen und sagen, hey, das reicht mir völlig. Und ich gucke jetzt danach nach. Ich will euch da nicht vorschreiben, wie ihr zu fliegen habt. So, wir sind jetzt nicht ganz exakt. Ist auch nicht so wild. Durch die Abweichung sind wir jetzt auf 1,7 Kilometer sogar runtergekommen. Alles super. Und ich würde jetzt mal bis hierhin einen Zeitraffer machen. Das ist dann nämlich kurz davor. Und dann sprechen wir mal darüber, wie wir jetzt zueinander finden und uns auf unser Rendezvous und natürlich in nächster Instanz auch auf das Docking vorbereiten. Das Rendezvous machen wir hier noch, dann werden wir einmal um die dunkle Seite gemeinsam rumrotieren und dann machen wir erst das Docking. So, im Normalfall, wenn ihr euch annähert, schaltet der Navball, ihr seht das hier unten auch schon von ganz alleine auf Ziel um. Haben wir auch schon mal durchdiskutiert. Wenn er das nicht tut, könnt ihr mit draufklicken, umschalten. Wird euch Ziel nicht angeboten, dann habt ihr das nicht ausgewählt. Dann könnt ihr durch Anklicken, dann steht hier natürlich nicht Ziel entfernen, sondern steht hier als Ziel setzen drauf, das wieder setzen. Wenn ihr diesen Indikator nicht bekommt, versucht es mal mit F4. Ich habe jetzt gerade mal F4 gedrückt. Wenn ihr da mal drauf gekommen seid, ist es halt weg. F4, nicht Alt F4, ganz wichtiger Punkt. Alt F4 schließt euer Spiel. Nur F4 schaltet euren Indikator an, dass ihr hier seht, was passiert. So könnt ihr ab einer gewissen Entfernung, ich glaube ab 90 Kilometer wird es angezeigt und ich glaube ab unter 30 kriegt ihr auch die Zahl mit dazu. Und jetzt ändern sich die Anzeiger auf dem Navball. Das heißt, die Geschwindigkeit, die hier angezeigt wird, ist jetzt eure Relativgeschwindigkeit zum ausgewählten Ziel. Wir hatten ja gesagt, wir sind 90 und ein bisschen 94,7 oder sowas nachher. Und wenn ihr jetzt rückläufig geht, werdet ihr feststellen, dass im Regelfall euer Triebwerk so ungefähr auf euer Ziel zeigt, wenn ihr auf es zufliegt oder von ihm weg, wenn ihr von ihm wegfliegt. Es bremst auf jeden Fall jetzt nicht mehr in Verhältnis zum Orbit, sondern in Verhältnis zu eurem Ziel. Zeitraffer mich jetzt mal ran. Wir hatten gesagt, 1,7 Kilometer wird unsere minimale Entfernung sein. Das heißt, wir haben da noch ein Stückchen. Die Rakete kommt immer näher. Und dann können wir mal so bei 2,5 Kilometer
Können wir langsam mal beginnen, ein bisschen zu bremsen? Ich mache das jetzt nur mit Shift, also ich beginne jetzt langsam das Triebwerk hochzufahren. Wichtige Regel, das ist jetzt hier überhaupt kein Stress, weil wir noch viel auseinanderliegen, ist, niemals die Strahlen kreuzen. Das heißt ganz konkret, nicht mit eurem Triebwerk auf andere Raumfahrzeuge zeigen. Nicht nur macht ihr sie potenziell durch die Hitze kaputt, ihr schubst sie auch von euch weg, denn so ein Triebwerksstrahl funktioniert halt in beide Richtungen. So, und wenn wir jetzt an die 1,7 rangehen, ziehe ich das Triebwerk einfach schön auf und bringe uns auf eine ungefähr gleiche Geschwindigkeit. Und dann war es das auch schon. Und damit haben wir nämlich auch schon einen Meilenstein natürlich erfüllt. Also wir haben ein Rendezvous in der Nähe des Monds durchgeführt. Und wir haben auch schon den ersten Auftragsparameter erfüllt, nämlich den Rendezvous-Part. Ein synchronisierter freier Fall ist keineswegs so toll, wie er sich anhört. Das stimmt. Und ich glaube, das ist von Jebediah, der alten Weichwurst. So, jetzt können wir schon mal für die helle Seite unser Docking-Manöver einleiten. Das heißt, wir können uns schon mal annähern und die 1,8 Kilometer überbrücken. Dafür drehen wir uns auf den Target-Indikator. Das ist der runde Pinke. Es gibt noch einen anderen. Das ist dann Anti-Target, also vom Ziel weg. Das seht ihr auch. Gehe ich Anti-Target, zeige ich vom Ziel weg. Ja, um das Raumschiff mal anzuzeigen. Gehe ich Target, zeige ich auf das Ziel. Und jetzt sollte ich so lange beschleunigen, bis mein Prograde, also die Richtung, die ich fliege, Marker, auch in Richtung meines Ziels zeigt. Auch den kann ich richtungsmäßig ja wieder beeinflussen, indem ich immer das Gegenteil mache. Also wenn ich hier hingehe, folgt er mir dahin. Wenn ich hier hingehe, folgt er mir dahin. Und ich versuche, den hier halt übereinander zu bringen und kann mir dann auf der Karte ganz gut den Effekt angucken. Das heißt nämlich, dass wir hier hinten zum Beispiel 800 Meter nur noch auseinander sind. Und damit schon mal einen relativ schönen Anflug haben. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitraffer rein und ihr werdet dann solche Effekte sehen wie, der wandert jetzt in diese Richtung aus. Was man dann machen kann in der Annäherung, ist genau das wieder gegenzusteuern. Je stärker ihr im Winkel geht, umso höher ist der Effekt. Das heißt, immer wieder zu gucken, dass ihr die Sachen übereinander zieht. Daraus wird sich ganz automatisch nach und nach, ihr seht es hier, wir sind jetzt schon auf 400 Meter runter, ganz automatisch eine Annäherung ergeben. Bei der ihr natürlich aufpassen müsst, dass diese Geschwindigkeit möglichst niedrig bleibt. Ich empfehle hier wirklich gerade für Anfänger immer erstmal unter den 10 Meter pro Sekunde zu bleiben, weil ihr die noch relativ schnell und einfach abbremsen könnt. Und wenn es mal knallt, die Schäden auch meistens nicht ganz so gigantisch sind. Achtung, erste Schäden entstehen ab 7 Meter pro Sekunde. Deshalb mit nicht ganz so gigantisch meine ich, ist es nicht das komplette Raumschiff kaputt. Es ist auf jeden Fall irgendwas kaputt. So, ich ziehe das jetzt nochmal gerade und dann sollten wir nämlich schon in der Annäherung langsam in einen super angenehmen Bereich kommen. Jetzt sind wir bei 200 Meter. Also auch das geht richtig vorwärts. Und der nette Nebeneffekt ist, dass wir währenddessen um die dunkle Seite einmal rumdriften. Nenne ich es jetzt mal. Ihr seht, auch hier geht wieder der Entfernungsmarker vom Schiff weg. Ich ziehe ihn jetzt noch mal ein bisschen gerade. Und der wichtige Part ist, wenn ihr eine gewisse Entfernung habt, meine persönliche Empfehlung ist, wenn ihr unter die 100 Meter kommt, gleicht ihr bitte die Geschwindigkeit noch mal an mit eurem Ziel. Das muss nicht super hektisch sein, im Gegenteil, das sollte in diesem Entfernungsbereich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich sehe gerade jetzt in der Aufzeichnung, ich habe die Lichtverhältnisse ziemlich gut eingestellt. Ihr dürft das gerne tagsüber machen. Beziehungsweise, ich habe gesagt, ich mache es tagsüber. Ich gehe jetzt auch mal auf tagsüber rüber. Aber eigentlich sieht man alles. Jetzt werden wir uns nochmal mit dem Thema Docking beschäftigen. Wir sind relativ nah beieinander. Und jetzt machen wir mal einen Zeitraffer, bis wir wieder im Tageslicht sind. Und werden uns dann nochmal aufeinander zu bewegen, und zwar wirklich im Dockinganflug. Im Dockinganflug kann man jetzt ja ein bisschen variieren, wie man damit arbeitet. Letzten Endes könnt ihr es euch sehr erleichtern, indem ihr das andere Raumschiff, das zweite, mit der Nase zu euch dreht. Also jetzt zeigt es ja mit der Nase von uns weg, und ich kann jetzt mit SZ oder Ü, je nachdem welches Tastaturlayout ihr benutzt, natürlich auch einfach sagen: Mensch, wenn ich mit dem da drüben docken will, dann drehe ich ihn doch mal in diese Richtung. Das bringt euch schon mal, dass ihr nicht dran vorbeifliegen müsst. Okay? Wenn ihr zwei steuerbare Raumschiffe habt, nutzt das ruhig. Es macht es wirklich deutlich einfacher. So, ich habe jetzt wieder zurückgeschaltet mit der Taste. Das geht auch immer über die Map. Ansonsten ist es je nach Tastaturlayout SZ oder Ü. Und was ihr dann tun könnt, um es euch nochmal zu erleichtern, ist, wie gesagt, hier vorne auf den Klemmotron Junior draufklicken. Von hier steuern, und wenn ihr die andere Kapsel schon seht,
auch nochmal ganz bewusst hinzugehen und statt der Kapsel an sich gucken, dass ihr vorne den Dockingport anklickt mit rechts und als Ziel setzen macht. Dann habt ihr nochmal ganz spezifisch den Dockingport angewählt. Und dann, ups, und jetzt mache ich es mal ohne die Feststelltaste, sucht ihr euch den Zielindikator und bewegt euch darauf zu. Und das machen wir jetzt über RCS. Eine wichtige Sache, falls ihr zum Beispiel habt, dass ihr so dreht und eure Triebwerke, also die Dinger hier zünden die ganze Zeit, dann müsst ihr Folgendes tun. Advanced Tweakables am Anfang oder die erweiterten Einstellmöglichkeiten sind es, glaube ich, in Deutsch, unter den Optionen einschalten und dann bei Gierung, Neigung und Rollwinkel das RCS ausschalten für diese Teile. Das hatte ich beim Bau dieser Rakete schon gemacht gehabt, in der vorherigen Folge. Aber wenn ihr euch fragt, nanu, warum ist das bei mir anders als beim Winter, wenn er das zeigt? Deswegen. Ich empfehle das sehr, weil ihr sonst durch die Drehung euer RCS-Fuel in rauen Mengen verbraucht und irgendwann plötzlich nackig dasteht. Dreht euch über das Reaction Wheel und macht, oder über den Torque der Kapsel, und macht das hier über die Lenkschalter aus, dass Gierung, Neigung und Rollwinkel ebenfalls ein Thema sind. So, wenn ihr dann jetzt ausgerichtet seid, RCS an, das passiert hier über den Knopf, denn ich persönlich bevorzuge die Taste H, da liegt das nämlich auch drauf. Macht ihr erstmal eine Vorwärtsbewegung, übertreibt es nicht. 3 Meter pro Sekunde ist eine ganze Menge und letzten Endes ist das Spiel, bringe das Gelbe über das Pinke. Okay, das machen wir gleich nochmal in Ruhe. Jetzt ist aber erstmal Annäherung und wir bringen uns mal ganz gemütlich auf 20 Meter runter. Und wir werden uns jetzt wieder abbremsen. Das Ganze passiert mit der N-Taste. Mit N mache ich genau das Gegenteil von H. Also N und H sind Bremsen und Beschleunigen. So, und jetzt kommt natürlich der Part, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ihr könnt das an der Scheibe festmachen. Was aber sehr einfach ist, ist einfach ein paar Mal V drücken, bis ihr arretiert habt. Arretiert heißt, hey, guck mal, so ist mein Raumschiff tatsächlich abgefahren. Das heißt, wenn ich jetzt hochziehe, bewegt es sich auch tatsächlich so. Und jetzt beginnen die Tasten plötzlich auch sehr, sehr viel mehr Sinn zu machen. Und zwar kann ich jetzt nämlich, ich richte mich mal auf die Zielnase aus, jetzt stelle ich fest so, verdammt, das ist deutlich höher als ich. Jetzt kann ich nämlich erstmal Schub wieder auf das Ding zugeben und dann mit K Schub nach oben geben. K ist nach oben, I ist nach unten. Also wenn ihr über dem Ding liegt, gebt ihr mit I natürlich Schub nach unten. Mit K gibt ihr Schub nach oben. Und jetzt stellt ihr fest, jetzt seht ihr auch, wir driften jetzt nach oben und gleichzeitig gebe ich mit H jetzt nochmal ein bisschen Schub nach vorne, sodass wir auch auf die ganze Kapsel zufliegen. Der gelbe Indikator zeigt euch so eine ungefähre Richtung, also dahin fliegt ihr, hier ist das Ziel. Also wir wollen natürlich nachher, unsere Nase ist ja symbolisiert durch dieses dunkelgelbe oder orange Nupsi hier. Das wollen wir natürlich hier drauf bringen und wir uns währenddessen auch drauf zubewegen. Vorher müssen wir das aber alles erstmal ein bisschen gerade zueinander bringen. Das heißt, ich lasse jetzt ganz bewusst mein Näschen von meinem Raumschiff. Ich mache mal die Kamera hier vorne hin, dass man das ein bisschen besser sieht. Beziehungsweise wir können das hier auch mal... Nee, das kann man nicht einklappen, Entschuldigung. So, jetzt sehen wir, wir driften da langsam dran vorbei. Das heißt, jetzt benutze ich die I-Taste, um natürlich diesen Schub auch wieder auszugleichen. Also ich gebe jetzt so lange Schub nach unten. Wenn die auf gleicher Höhe sind, bewege ich mich nicht mehr hoch oder runter, aber ich drifte jetzt noch nach links. Seht ihr das auch? Wir haben das optisch jetzt auch. Ich drifte nach links. Das heißt, jetzt kann ich mit der L-Taste, die L-Taste ist Schub nach rechts, und ratet mal, was die J-Taste macht. Genau, Schub nach links. Mit links und rechts, also J für links und L für rechts, kann ich jetzt nochmal dafür sorgen, auch hier meine Ausrichtung wieder anzugleichen. Und man kann eine Achse nach der anderen machen oder alle gleichzeitig, wenn man das später ein bisschen fließender drauf hat. Ganz in Ruhe erstmal gucken, dass ihr das alles so ein bisschen zueinander bringt. Und was da ganz gut hilft, ist einfach, wie gesagt, mit der Nase auf der anderen Nase zu bleiben. Und immer darauf zu achten, dass ihr nachher, wenn ihr denkt, oh, jetzt ist es grob gerade, bringen wir das wieder gerade zueinander. Jetzt stellen wir fest, oh, ich glaube, wir sind noch ein bisschen tief. Da sind wir tatsächlich. Jetzt können wir wieder mit K ein bisschen nach oben steuern. Und jetzt stellt ihr fest, oh ja, wir steigen ganz gut, sehr schön. Und sind dabei aber wieder ein bisschen nach links abgedriftet, wenn ich auf den Navball gucke. Also gebe ich einen ganz leichten Schub nach rechts. Zack.
Und so arbeite ich mich langsam ran, bis ich irgendwann an dem Punkt angekommen bin, wo diese Näschen in einen Bereich von unter einem Meter zueinander kommen und dann passiert was Schlimmes. Jetzt sind sie abgeprallt. Nanu, manchmal passieren lustige Dinge in Kerbal Space Program. Fragt mich bitte nicht, warum das gerade war. Eigentlich hätten die zueinander ziehen müssen. Wenn sowas passiert, nicht panisch werden, nicht ausflippen, sonst irgendwas, sondern der fliegt von uns weg, also können wir jetzt Rückwärtsschub geben. So, wir müssen jetzt erstmal wieder zu ihm hin. Keine Ahnung, was da passiert ist. Manchmal sind die Docking-Ports doof zueinander. So, also ich gebe jetzt rückwärts und nach unten erstmal Schub, dass wir wieder einen neuen Anlauf wagen können. Und müssen nochmal gucken, woran es gelegen hat. Also die zwei sind jetzt sehr, sehr hart voneinander abgeprallt. Was ich jetzt mal machen werde, ist, ich schalte jetzt gerade mal kurz über SZ bzw. Ü um und mache hier ganz bewusst das SAS aus. Ich vermute, dass die sich irgendwie gegeneinander aufgespielt haben. Also das Raumschiff steht ja still. Ich lasse es jetzt so und mache nichts weiter. Ich schalte jetzt einfach wieder zurück. Ich habe nur einmal T gedrückt und das SAS ausgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell unser Hund begraben lag. So, und was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall, wir müssen. Wenn wir hier gucken, das Raumschiff ist ganz weit unter uns. Wir müssen also auf jeden Fall Schub nach unten geben, also mal ein bisschen intensiver I drücken. Und dann werden wir uns wieder in das Raumschiff oder zum Raumschiff hinbewegen. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Ihr müsst das ein paar Mal gemacht haben. Ihr könnt auch vorher mit F5 speichern. Dieses Gefühl für die Ebenen und für den dreidimensionalen Raum, das entwickelt sich mit der Zeit. Und durch diesen gelockten View kriegt man das eigentlich ganz gut hin mit dem Hoch, runter und so weiter. Wir sehen jetzt, die Kapsel fliegt von uns weg. Das heißt, wir können ein bisschen Vorwärtsschub machen. Okay, nicht zu viel. Und wir können auch wieder ein bisschen Schub nach oben machen, damit die Höhen sich ausgleichen. Bisschen nach links. Also man kann das sogar nach Optik fliegen oder ihr fliegt es eben hier unten. Und da ist es wichtig, Schub vorwärts zu bringen, dass man sieht, wo der Indikator steht. Und dann den Indikator einfach aufs Ziel bringen. Und den bewegt ihr tatsächlich über die I, K, J, L-Tasten. Bewegt ihr den Indikator und 0,6 Meter pro Sekunde ist ein bisschen schnell für ein Docking. Das heißt, ihr könnt jetzt über N zum Beispiel wieder bremsen und das Ganze mal eher auf den Speed bringen, der etwas angenehmer ist. So, wir sind jetzt wieder ein bisschen hoch, sollten also ein bisschen weiter nach unten gehen und uns weiterhin darauf zu bewegen, natürlich auch. Und dann machen wir jetzt noch mal einen zweiten Anlauf. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt ohne das SAS. Mal sehen, oder ob unsere Docking-Ports verbuggt sind. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Sowas kann passieren, wäre bei mir persönlich nicht das erste Mal. Aber das muss man dann entspannt sehen und einfach noch mal über Space Center neu versuchen. So, wir machen das jetzt mal schön langsam. Ich gehe jetzt auch noch mal wirklich auf 0,1 Meter pro Sekunde runter. Und wenn ihr seht, das passt zueinander, kann man auch mal so Sachen machen, wie ich nehme jetzt das SAS mal ganz bewusst raus, damit diese Gravitation oder diese Anziehungskraft, dieser Magnetismus zwischen den Docking-Ports miteinander arbeiten kann. Eigentlich passiert dann sowas. Fertig. Das war's. Nicht immer im ersten Anlauf, wie ihr seht, aber wir haben das Docking geschafft und wir haben damit auch unseren Auftrag abgeschlossen und können in der nächsten Folge natürlich die beiden wieder nach Hause bringen. Und das machen wir dann aber auch erst in der nächsten Folge. Wenn ihr hierzu Fragen habt, haut gerne raus, schreibt es in die Kommentare und ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.